Hallo, hier ist Anna von Annas Paperbox. Heute habe ich eine Geburtstagskarte für euch. Und da dies eine Karte für die Inspire Create Challenge ist, habe ich die Farben von der Challenge diesmal genommen. Da hätten wir einmal Pfauengrün, Espresso und Flamingo Rot. So, fangen wir gleich mal an. Als erstes brauchen wir ein Stück Farbkarton. 8¼ Inch mal 5¾ Inch oder 21 mal 14,5 cm. Und die brauche ich ja gar nicht. Ich habe sie ja schon zurecht geschnitten. Und das wird gefalzt bei 4¼ bzw. 10,5 cm. So. Kartenbasis schon mal fertig. Dann brauchen wir 2 Quadrate, einmal in Espresso, 4x4 Inch oder 10x10 cm. Und auch noch mal ein Stück Papier, ein Stück Designerpapier. Das ist ein Papier aus der Celebration. Ein wunderschönes Papier. Hat Bienenmotive und ist weiß und schwarz gehalten mit Goldakzenten. Sag ich mal. So, ich habe hier dieses Weiß mit den Goldfarben genommen. So, und jetzt die 2 Quadrate. Wo sind sie? Hier. Die habe ich jetzt einfach hier schräg angelegt und weg damit, umgedreht und genau dasselbe hier nochmal gemacht. Also ich habe jetzt hier nichts ausgemessen oder so, sondern einfach mal so 2 Ecken abgeschnitten. Das gleiche mache ich mit dem braunen. Okay. Na, komm her. So, und das wären jetzt diese beiden, die kommen dann ein bisschen schräg hier drauf. Okay. Könnte man jetzt schon aufkleben, machen wir auch. Mal. So, als nächstes die Blümchen. Dazu brauche ich weißen Farbkarton und das Stempelset Painted Poppies. Findet ihr im neuen Katalog, falls ihr noch keinen habt, schreibt mich an, ich sende euch einen. So, einmal die große, Moment, da brauche ich das größere Teil. Und die kleine. Und die habe ich in Espresso gestempelt. Eine große, 2 kleine. Dann noch das Blatt und das Ganze 5-mal.
Und zum Färben habe ich diesen großen Fleck genommen. Und das Ganze in Flamingo-Rot für die Blüten. Es ist natürlich nicht passgenau, aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Einfach drauf. So. Und dann in Pfauengrün für die Blätter. So. Und wenn es überstempelt wird, kein Ding. Gibt dem Ganzen vielleicht noch mal ein Extra. Die werden jetzt ausgestanzt. Okay, dann. Zu dem Stempelset gibt es nämlich passende Stanzformen, bezaubernde Etiketten. Da haben wir einmal hier die Blüte im Ganzen, ein paar Etiketten, das Blatt und noch weitere Dekoartikel. Moment, Blätter gibt es sogar zwei und das ist super. Dann kann man nämlich viele Blätter schneller ausstanzen. So. Na, geh weg. Einmal die große. Mal gucken, welches ich jetzt hier ausstanzen kann. Die kleine Blüte. Ups. So, das brauchen wir nicht mehr. Drin. So. Ich schneide das hier jetzt mal ein bisschen zurecht. Damit ich das hier besser platzieren kann. Mal schauen, ob es klappt. Ja, Magnetplatten sind wunderbar, aber manchmal auch ein bisschen nervig. Und wenn sie nicht wollen, nimmt man sich einfach ein bisschen Klebeband und fixiert das Ganze und dann bleibt das auch. So. Hier scheint es jetzt zu klappen. Und auch wenn es jetzt wie hier, wo hier der Rand ein bisschen breiter ist als hier, kein Ding, es ist ja ein aquarellfarbenes, sag ich mal jetzt so. Und da muss nicht alles 100% übereinstimmen, oder?
Ich finde das überhaupt nicht schlimm. So. Nein, ich bewege es nicht. Und dann die Ecke jetzt hier. Ja, geht euch. Ist doch kein Ding, ist doch Papier. So. Voilà. Nee, wir brauchen das noch. Und zwar einmal brauche ich das noch für ein Stück Farbkarton in Flamingo und Pfauengrün und die Form. Und da brauche ich jeweils eins von beiden. Ups. Einmal. Da ich schon mal dabei bin, so, erstmal das hier. Ein letztes brauchen wir, und zwar das Etikett, das kleinere von beiden. Noch mal ein Stück Farbkarton in Weiß. Nein. Und das war's mit den Stanzen. Machen wir gleich mit dem Etikett weiter, weil das muss gleich einen Moment trocknen. Ich färbe erst den Rand ein. Wie ihr seht, habe ich dem Etikett hier einen Goldrand verpasst. Und dazu benutze ich ein Stempelkissen in Gold. Das gab es letztes Jahr im Herbst-Winter-Katalog. Aber man kann hier, wenn ihr so ein Goldstempelkissen habt, könnt ihr das nehmen. Ihr könnt flüssige Tinte und ein Pinsel nehmen oder einen Goldstift, falls ihr sowas habt. Es ist eigentlich egal. So. Ich mache das am liebsten so, dass ich hier wirklich so den Rand einmal durchziehe. Muss ja nicht viel sein, oben und unten. Ja, perfekt. Und dann natürlich die Seiten. Die Seiten können ein bisschen tricky sein, wenn es ein bisschen wie hier jetzt nicht gerade sind. Wenn man mit einem Stempelkissen arbeitet, bei Pinsel und Farbe oder Stift ist das natürlich kein Problem. Aber hier kann man ja sich langsam in die Ecken vorarbeiten. Oder auch mal hier so die Ecke rein. Okay, das muss jetzt einen Moment trocknen. Kann man mit einem Erhitzungsgerät beschleunigen. Ich lasse das jetzt erstmal nebenher liegen und wir machen jetzt mit den Blüten weiter. So. Okay. Quatsch. Ja, wollte ich jetzt überkleben. Die können wir jetzt auch schon aufkleben.
mache hier ein bisschen Kleber nur in die Mitte rein, damit ich Blätter und Blüten noch einstecken kann. So. Und die untersten befestige ich mit einem Dimensional, ein bisschen kleinen 3D-Effekt, ups. So. Und werde jetzt. Auch hier mache ich nur ein bisschen Kleber an eine Ecke rein. So, bevor ich jetzt weitermache, brauche ich jetzt auch noch mal mein Etikett. Mal schauen. Ich gehe noch mal mit einem Erhitzungsgerät drüber, damit es auch... Moment, ich brauche hier meine Pinzette, weil das wird heiß. Ja, kommt hin. Dürfte trocken sein. So, für den Gruß habe ich das Stempelset, Moment, Tropische Träume verwendet. Alles Liebe zum Geburtstag. Das hat eine wirklich schöne Schrift und so einen leichten Grunge-Effekt. Ich zeige es euch gleich mal. Ups, sorry. So, auch wieder in Espresso. Wird das Ganze gerade? Ich hoffe. Ja. Naja, nicht ganz, aber passt schon. So. Seht ihr das, was ich meine? Es sind halt keine klaren, durchgezogenen Liebe, gerade beim Geburtstag, sondern so ein bisschen, ja, wie mit dem Pinsel. So ganz zart. Okay. So, hier auf die Rückseite jetzt unsere zwei Schnörkel. Da habe ich erst das Flamingo-rote Teil. Wenig Kleber, Anna. Sonst hast du es nachher auf den Fingern. So, das habe ich einen Ticken versetzt aufgeklebt. Und das dann hier dahinter an den Rand. Okay. Und auch das hier wieder mit ein paar Dimensionals. Und die restlichen Blätter. So. Na, komm her. Das war's. Das ging doch flott, oder? So, meine zwei Karten
sehen immer wieder anders aus, weil, wie gesagt, der Hintergrund, den kann man schneiden, wie man möchte, immer wieder was anderes. Hier ist es ein bisschen breiter, hier habe ich es ein bisschen schmaler geschnitten. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal. Tschüss!